Jetzt kommt das Thema vom Bruch zur Dezimalzahl 3. Das ist auch ganz leicht. Wir erinnern uns noch einmal, wie das ging. 7 Zehntel war einfach eine Nachkommastelle wegen der Zehntel, also 0,7. Wenn wir 7 Fünfundzwanzigstel haben, müssen wir entsprechend auf Hundertstel erweitern, damit wir eine Zehnerpotenz haben im Nenner. Und dann ist das Ganze mal 4. Also 28 Hundertstel, 2 Nachkommastellen wegen der 100. Hier war eine Nachkommastelle. Jetzt haben wir also hier 2 Nachkommastellen, also ist es 0,28. Wenn wir jetzt durch Erweitern das geschafft haben, ist es gut. Aber es gibt natürlich auch Brüche, wo das nicht immer funktioniert. Zum Beispiel, wie ist das eigentlich bei 7 Zwölftel? Das heißt, hier müssen wir eine schriftliche Division vornehmen. 7 geteilt durch 12. Das ist natürlich erstmal schwer, weil das natürlich nicht geht. Und dann dürfen wir aber die 7,000 schreiben und dann geteilt durch 12. Und jetzt dividiert man ganz normal schriftlich. Also schauen wir, wie oft passt die 12 in die 7? 0 mal. 0 mal 12 ist 0 und Rest 7. Ganz wichtig, das Komma kommt, wenn es kommt, und dann ziehen wir die 0 runter. Wie oft passt die 12 in die 70? Das sind 5 mal. 5 mal 12 sind 60, Rest 10. Jetzt ziehen wir eine 0 herunter. Wie oft passt die 12 in die 100? Das sind 8 mal 12, sind 96, Rest 4. Dann ziehen wir die nächste 0 herunter. Wie oft passt die 12 in die 40? Das ist 3 mal. 3 mal 12 sind 36, Rest 4. Und jetzt erkennen wir, hier hatten wir Rest 4, hier hatten wir Rest 4. Das bedeutet, dass die 40 also unendlich oft wieder auftaucht. Und das bedeutet, dass natürlich die 36 immer wieder unendlich oft auftaucht. Und das bedeutet, dass die 3 unendlich oft auftaucht, sodass wir als Ergebnis also jetzt haben Periode 3. Also ist das Ergebnis 0,58 und dann Periode 3. Über der 5 und über der 8 ist natürlich kein Periodenstrich, weil dieses sich ja nicht unendlich oft wiederholt. Das heißt, wir können diesen Periodenstrich dann auch wieder in grün machen, um zu zeigen, das kommt daher, weil sich die 4 unendlich oft wiederholt. Okay, das war's. Viel Spaß.